Perfekt vorbereitete Kandidaten. Ja, ich bin total müde. Ich habe wenigstens 4 Stunden geschlafen. Oder? Der Superstar 2021. Superstar 2021 ist... Und gibt es vielleicht nie wieder DSDS? Nur eine Person fehlt natürlich heute extrem für mich. Und das ist der DSDS-Papa. Das ist der Dieter. All das und noch einiges mehr schauen wir uns heute im großen Finale von DSDS 2021 an. Und das war schon wieder wirklich unglaublich lange und wird trotzdem von mir wieder kommentiert, parodiert und analysiert. Auch das Finale wurde natürlich wieder großartig von einem mittelbilligen Drohnenflug angekündigt. Und weil wegen Corona ja noch immer kein Publikum erlaubt ist, kam der Applaus auch wieder nur vom Band. Das große DSDS-Finale 2021. Moderator Oliver Geissen hat aber einfach standhaft fleißig übertrieben. Ich glaube allerdings, das ist bei DSDS auch sowas wie eine Einstellungsvoraussetzung. Und herzlich willkommen zum größten Finale aller Zeiten. Ja gut, ich sag's mal so, die Einschaltquoten waren jetzt nicht so groß. Das Publikum war wahrscheinlich sogar das kleinste, das es jemals gegeben hat. Und über Ollis Hoseninhalt weiß ich jetzt nichts, aber eigentlich will ich das auch gar nicht wissen. Das Größte bezieht sich in diesem Falle auf die Stimmenfarbe unserer Finalisten. Naja, okay, das würde ich vielleicht noch einigermaßen durchgehen lassen. Denn gleich am Anfang haben alle 4 Kandidaten zusammen ein Lied gesungen. Und das war echt ziemlich gut. Auch wenn die Lichtshow hinter ihnen wieder ein bisschen so aussah wie Kinder mit Taschenlampen. Okay, aber dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch die großartigste Jury aller Zeiten, nämlich die beste Pummeluff-Cosplayerin Deutschlands. Woche noch die Nummer 1 in den Albencharts, meine Damen und Herren. Hier ist Maite Kelly. Dieser eine Typ, den ich immer vergesse, der seinen Konfirmationsanzug nochmal angezogen hat. Ihm gehört die Zukunft, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie Mike Singer. Und die Showlegende, die Dieter Bohlen mehr hasst als Fußpilz. Herzlich willkommen. Ganz am Anfang der Show hatte Olli dann gleich mal eine Überraschung für die Kandidaten und leitete die auch sehr schön ein. Wir möchten, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr bestmöglichst performen könnt. Ja, aber merkwürdigerweise meinte er damit keinen Entspannungshandjob oder wenigstens eine Bloody Mary oder so, sondern die Kandidaten bekamen nur Besuch von ihren Herzensmenschen. Starin hat zum Beispiel mal wieder seinen Papa gesehen, der ihn damals auch zur Musik gebracht hat. Irgendwann mal habe ich eine Keyboard nach Hause gebracht von einem Flohmarkt. Cool, also mein Papa hat mir als Kind tatsächlich auch mal ein Keyboard vom Flohmarkt mitgebracht. Aber anstatt dass ich Superstar geworden bin, hat das mir dann 2 Monate später entnervt wieder weggenommen. Naja, aber ist ja eigentlich auch egal. Starin hat jedenfalls alle Voraussetzungen. Starin hat den Namen Starin. Er singt wie ein Star. Tja, und außerdem stehen seine Eltern auch definitiv immer hinter ihm. Und das ist doch unironisch wirklich schön. Viel Glück, mein Boy. Die ganze Welt wird dich richtig lieben. Garantiert. Davon war Starin dann auch sichtlich mehr als ergriffen. Und das Augenpipi lief in Strömen. Ich kann das nicht beschreiben. Es ist das beste Gefühl der Welt. Also wirklich so, Dad, I love you. Gut, dann muss es jetzt ja eigentlich nur noch mit dem Singen klappen und ich sag's mal so, alle meine 3 Daumen zeigen nach oben. Naja, und etwas später in diesem Song Baby Starin dann auch noch, dass er mit Tönen wirklich alles Mögliche anstellen kann. Ich frag mich, was er mit denen erst im Bett macht. Sein Papa, der ja wie gesagt auch im Studio war, war davon jedenfalls so begeistert, dass er sich spontan in einen Italiener verwandelt hat. Perfekt. Sehr gut. Perfekto. Das erste Juryurteil kam dann von Maite Kelly, die sich irgendwie nicht nur teilweise heute als Höllenfürstin verkleidet hat, sondern die auch mal wieder deutlich machte, wie gut sie sich eigentlich vorbereitet hat. Du bist, glaube ich, erst 19 Jahre alt. Ja. Und das muss das Publikum auch wissen. Aber immerhin der Mann mit dem Konfirmationsanzug fand dann die richtigen Worte und sah irgendwie gleichzeitig so aus, als wäre er heute Morgen mal wieder in eine Hanfhecke gefallen. Es tut einfach so gut, dir zuzuhören. Dankeschön. Wirklich. Dankeschön. Unfassbar. Superstar-Anwärter Nummer 2 war dann Kevin, der nochmal total liebevoll von seinem Zwillingsbruder vorgestellt wurde. Wir beide sind ja eigentlich ganz verschieden. Ich hab Haus, Kind, Familie, einen Job. Ach so, das würde ja dann bedeuten, dass Kevin solo ist, arbeitslos und unter einer Brücke wohnt. Naja, vielleicht hat ja sein bester Freund was Netteres zu sagen. Er polarisiert sehr dadurch, dass er auch so laut ist. Hallo, jetzt seid mal nicht so negativ. Kevin kann nämlich eine ganze Menge cooler Sachen. Er ist zum Beispiel auch Aquaman, wenn man ihn auf Wish bestellt.
Aber Hauptsache, Kevins Familie steht immer hinter ihm, zum Beispiel seine wirklich niedliche Oma. Ulf, mach's! Beim ersten Song gab Kevin dann natürlich wieder eine ganze Menge Gas und er und die Tänzerinnen hatten sich sogar verkleidet wie die niederländische Nationalmannschaft. Gesungen hatte aber wirklich definitiv mal wieder klasse. Gerade der Refrain hat mich echt abgeholt. Thomas Gottschalk zum Beispiel wollte ihm nach dem Auftritt dann eigentlich wahrscheinlich loben, aber hat stattdessen lieber was vom Blasen erzählt. Okay. Das ist ganz wichtig. Blasen sind dazu da, dass sie platzen und dann macht man eben weiter. Okay, ich habe zwar keine Ahnung, was uns das sagen soll, Thomas, aber ich bin mir sicher, Maite findet die besseren Worte. Du weißt, ich kann nicht lügen. Das ist meine größte Macke. Komisch, also irgendwie bezweifle ich das ein bisschen, nachdem du Shahdar in dieser Staffel ungefähr 17 Mal gesagt hast, dass er wirklich gut singen kann. Aber ist ja eigentlich auch egal. Mit dieser Aussage hier hat sie wahrscheinlich nämlich recht. Das könnte heute Abend dein Abend sein. Der nächste, der dann dran sein sollte, war Karl und auch dessen Familie steht definitiv hinter ihm. Papas Stimme ist so krass. Das von seinem Sohn zu hören hat Karl dann sichtlich berührt. Das war schon irgendwie schön mit anzusehen. Das gibt einen einfach so eine Stärke, so eine Kraft. Und all diese Kraft hat Karl dann wieder einmal in seine Stimme gelegt und jeden einzelnen Ton im nächsten Song so richtig schön durchge... Naja, du weißt schon. Und auch seine Verlobte, die anwesend war, hat er sichtlich mit seiner Stimme zum Schmelzen gebracht. Zweitklassige sexuelle Anspielung hier einfügen. Ja, interessanterweise die größte sexuelle Wirkung hatte seine Stimme dann allerdings auf den Moderator. Das sollte uns jetzt auch zu denken geben. Oh, Gänsehaut! Und auch Thomas Gottschalk war mehr als begeistert. Und er hat es tatsächlich geschafft, in dieser Folge noch mehr Unsinn zu reden als im Halbfinale. Du hast gespuckt, das heißt, du hast im Grunde deine Seele in dieses Lied gelegt. Und dann fehlte jetzt in der letzten Songrunde ja nur noch der letzte Finalaspirant. Und das ist ja, muss ich schon sagen, für mich irgendwie so ein bisschen der sympathischste. Seine Familie und Freunde sahen das logischerweise genauso. Ein sehr hilfsbereiter junger Mann. Man kann kühl mit ihm stehen, könnte man jetzt hier oben sagen. Naja, und Jan Martens musikalisches Talent haben wir übrigens in erster Linie seinem alten Gitarrenlehrer zu verdanken. Ich frag mich, ob der ihm auch empfohlen hat, einen Pulli anzuziehen, der das Kamerabild kaputt macht. Mein alter Gitarrenlehrer, der hat uns dann sozusagen förmlich gezwungen, mitzusingen. Mittlerweile singt Jan Martin allerdings nicht mehr primär für seinen alten Gitarrenlehrer. Das wäre auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Sondern hat jetzt sogar eine Frau seines Herzens. Ich liebe dich. Tja, und für sie hat er sich dann auch nochmal richtig ins Zeug gelegt. Gänsehaut incoming. There must be something in the water. Und meine Güte, hat er viel Gefühl in diesen Song reingehauen. Das war definitiv mehr als in der durchschnittlichen Staffel Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Thomas Gottschalk war auch hier wieder mehr als begeistert. Auch wenn ich wie immer mit seiner musikalischen Einordnung jetzt nicht so viel anfangen konnte. Das ist ja fast eine klassische Stimmlage, die du hast. Ich sehe dich auch ein bisschen so im Country-Bereich. Maite Kelly wählte in ihrer Bewertung dann einen völlig anderen Ansatz, nämlich quasi Jan Martens Performance als Selbstlob zu werten. Heute können wir tatsächlich zum ersten die Früchte sehen der ganzen Arbeit, die wir geleistet haben mit dir. Danach gab es dann vor der spannendsten erst nochmal eine zweite Songrunde, die habe ich jetzt aber mal komplett rausgeschnitten. Bis auf eine Kleinigkeit, nämlich diese Cringe-Aussage hier von dem Mann mit dem Konfirmationsanzug. Maite, es ist mir eine Ehre, mit dir in der Jury zu sein. Auch okay. Dieter. Danke, dass ich ein Teil davon sein durfte. Ja, okay. Nachdem wir uns alle aus diesem Schleimsee jetzt wieder erholt haben, kam jetzt endlich die beste Gesangsrunde. Denn die ist ja immer ein bisschen was Besonderes. Eigen komponiert, extra für unsere Kandidaten. Tja, und wer kennt sich mit Komponieren am besten aus? Richtig, wahrscheinlich ein Komponist. Aber weil keiner da war, durfte dann Mike Singer nochmal was dazu sagen. Chris, ich nimm für meine Alben wirklich bis zu 80 Songs auf und davon kommen dann 12 bis 17 aufs Album. Hui, stellt euch mal vor, in ein paar Jahren werden dann irgendwie noch plötzlich 60 weitere Songs von Mike Singer veröffentlicht. Grausame Vorstellung, da gucken wir uns lieber mal den Song von Starry ein bisschen genauer an. Mein Siegersong, er
spricht einfach mir aus dem Herzen. Tja, denn in Starians Leben gab es durchaus nicht nur angenehme Phasen. Gerade im Bereich von Schule hat er so einige schlechte Erfahrungen gemacht. Das bringt mich halt wieder in die Zeit zurück, wo ich halt damals in der Schule halt gemobbt worden bin. Diese Zeiten sind ja aber zum Glück vorbei und Starian hat sich auch eine ganze Menge positives Selbstbild rüber gerettet. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Heiß. Tja, und dann ist dir jetzt hier auch schon der große Finalsong von Starian mit ganz viel Emotion. Naja, und ich muss jetzt ja ganz ehrlich zugeben, ich bin wahrscheinlich noch weniger Musikexperte als Thomas Gottschalk. Und das soll schon was heißen. Aber zumindest mir hat der Song echt gut gefallen. Please can you hold me? Okay, dann fehlt jetzt ja nur noch dein letztes Juryurteil, Starian. Und den Anfang macht unsere Höllenfürstin. Ich habe wirklich gerade Schwierigkeiten, Worte zu fassen. Cool, also mit anderen Worten wie eigentlich schon die ganze Staffel über. Dann übernimmt das einfach Thomas Gottschalk, der ihn ein bisschen gelobt hat wie einen kleinen Hund. Das hast du toll gemacht. Also wirklich, ich bin beeindruckt. Tja, und außerdem hat Thomas besonders Starians Outfit und die Jacke richtig gut gefallen. Aber das mit den Komplimenten sollte er, glaube ich, echt nochmal üben. Und ich freue mich, ich hatte mal den gleichen Schlafsack wie du. Der nächste in der Runde war dann wieder Kevin. Und Mann, hat der sich krass über sein überbelichtetes Songcover gefreut. Und sie haben mein Gesicht dann auf meinem Song und das ist so toll, es ist unbeschreiblich. Ja, krass. Und allein die Vorstellung, Superstar zu werden, war dann für ihn das Größte. Weil dann hat er ja vielleicht auch Geld und kann sich eine Haushaltshilfe leisten. Wenn ich dann noch jemanden kriege, der dann vielleicht auch zu Hause für mich aufräumt. Oder meine Koffer packt. Aber auch der Song, das muss ich schon sagen, passt, glaube ich, wirklich ziemlich gut zu ihm. Und auch er selbst war davon mehr als überzeugt. Der Song heißt Hurricane. Es geht um Beschützer. Es geht von jemandem da zu sein. Und der Song fing dann eher mit ein paar ruhigen Passagen an. Und die Kinder mit den Taschenlampen sind farbig hinten richtig ausgerastet. When we walk through hell, it feels like heaven. I never let you go. Am coolsten war aber wie so oft bei dem Lied dann natürlich wieder der Refrain. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass das mal im Radio läuft. Die Jury war wieder einmal restlos begeistert. Und der Mann mit dem Konfirmationsanzug hat Thomas Gottschalk die ganze Zeit so angeguckt, als wäre das jetzt irgendwie eine Mathestunde am späten Nachmittag. Die Passagen, wo er nicht so Gas geben muss, die haben mich wirklich auch überzeugt. Okay, dann ist jetzt ja logischerweise wieder Karl an der Reihe. Und Mann, war der gut vorbereitet. Naja, ich bin total müde. Ich habe wenigstens 4 Stunden geschlafen, oder? Naja, aber trotzdem war das Aufnehmen von ein paar Bildern fürs Cover für einen schönen Mann wie Karl natürlich überhaupt kein Problem. Der Fotograf hat sich scheinbar sogar direkt in ihn verliebt. Wow, wow, mega. Karls Finaltitel hieß dann übrigens Where We Were, was ich nicht nur fürchterlich ausgesprochen habe, sondern was für Karl auch eine große Bedeutung hat. Weil ich auch meine Mutter für mehrere Jahre nicht gesehen habe. Und für diesen letzten Auftritt wollte Karl dann definitiv nochmal alles geben. Und ich habe mal ganz kurz eine Frage an euch. Sind das eigentlich wirklich komplett seine echten Haare? Wirklich ein letztes Mal Herz und Seele auf den Tisch hauen. Tja, und dann hat er, fand ich, nicht nur seine Seele auf den Tisch gehauen, sondern damit auch noch die anwesenden Jurymitglieder verprügelt. Gut so. I wish we could go back to where we were. Und gerade meinte Kelly, hat er damit auf jeden Fall wieder maximal erreicht. Oder der Mann mit dem Konfirmationsanzug hat die Fernbedienung für ihre Eis.de-Bestellung. So genau will ich das aber eigentlich gar nicht wissen. Danach versuchte sich dann wieder mal Maite Kelly an einem tollen Juryurteil. Und ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wovon sie geredet hat. Sinn gemacht hat es aber jedenfalls keinen. Sag mal, Inhalt, Inhalt, Inhalt. A song, a song. No hits, no tickets. Damit fehlte dann mit Jan Martin ja nur noch ein letzter Teilnehmer für seinen finalen Song. Und für ihn war das Produzieren der Coverfotos nicht ganz einfach. Martin, ich stehe da so, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay, gut, ich mache einfach mal. Am Ende war er dann vom Ergebnis aber trotzdem voll überzeugt. Und Gerüchten zufolge hängen die jetzt über seinem Bett an der Decke. Die Fotos sind mega. Also er hat mir die denn alle nochmal gezeigt und ich stand da so, okay. Auch er war von seinem Finalsong mehr als begeistert. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz eine Epilepsie-Warnung. Bitte nicht zu sehr auf den Pullover gucken. Okay, gut.
Das ist er. Mit dem identifiziere ich mich und ich hoffe, dass es die anderen auch tun werden. Auch Jan Martin legte dann bei seinem Song von Ton 1 an richtig los. Und er hatte sogar plötzlich echt ein paar Dance-Moves drauf. If I'm in too deep and I lose my mind. Ja, krass. Und auch der Refrain von dem Song war echt gut. Da fällt nicht mal mir ein dummer Spruch zu ein. Und Jan Martin schaffte es, sich dann sogar noch richtig in Rage zu singen. Mehr geht einfach nicht. Auch Oliver Geissen hatte er damit vollständig erreicht. Und der hat sich eindeutig mehr gefreut als ein Kind, das ein N64 zu Weihnachten bekommt. Und ich bin mal gespannt, wie viele diese Anspielung jetzt verstanden haben. Ist das geil! Auch Thomas Gottschalk war wieder einmal voll des Lobes und hat es trotzdem geschafft, ihn gleichzeitig auch noch zu dissen. Also einige Dance Moves habe ich seit Joe Cocker nicht mehr gesehen. Am Ende sprach Thomas dann aber tatsächlich ein einziges Mal in dieser Folge die Wahrheit aus. Wurde ja auch Zeit. Ich glaube, ich erkenne einen Hit, wenn ich einen höre, und das ist einer. Als super spezielle Überraschung kam dann auch noch der Letztjahressieger Ramon Roselli vorbei. Und der wurde scheinbar damals mit Mike Singer zusammen konfirmiert. Ich glaube, ich hab vorhin schon gedacht, wenn du irgendwie gerade verhindert wärst, dann springe ich einfach schnell hin. Ja, und Ramon erzählte dann irgendwelche relativ langweiligen Sachen über die vergangene Staffel, die sowieso keiner mehr hören wollte, sagte aber auch eine sehr, sehr wahre Sache. Und darüber müssen wir, glaube ich, nachher sowieso noch mal kurz reden. Nur eine Person fehlt natürlich heute extrem für mich. Und das ist der DSDS-Papa. Das ist der Dieter. Aber okay, jetzt war natürlich erst einmal der große Moment gekommen, denn hier ist die Verkündung des Superstars 2021. Superstar 2021 ist Jan Martin Block! Tja, und darüber hat Jan Martin sich dann verständlicherweise mega gefreut und sogar gleich den Gewinnerpokal kaputt gemacht. Ja, cool. Und natürlich auch schön zu sehen, dass die anderen Kandidaten sich offenbar mit ihm gefreut haben. Und ich kann mir auch ganz ehrlich durchaus vorstellen, dass Jan Martin eine gewisse Karriere vor sich hat. Ob das Gleiche allerdings noch für das Format DSDS gilt, das mag durchaus bezweifelt werden. Denn ich weiß ja nicht genau, wie du das siehst, aber für mich ist DSDS ohne Dieter Bohlen einfach nicht mehr das Gleiche. Und deswegen kann ich mir ganz ehrlich sehr gut vorstellen, dass das hier die allerletzte Folge DSDS war, die es jemals im deutschen Fernsehen gegeben hat. Du kannst mir deine Meinung dazu natürlich wieder sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ganz nebenbei würde ich mich natürlich auch noch sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Mir hat diese Staffel auf jeden Fall viel Spaß gemacht und vielleicht sehen wir uns dann ja auch schon zur nächsten wieder. Dann ist das Letzte, was du jetzt noch tun musst, also mir noch einen Daumen nach oben zu geben, aber das musst du natürlich sowieso tun, denn sonst musst du bald in Mike Singers Anzug 17 Stunden lang Maite Kelly zuhören. Ha ha ha.